Nächstes Thema Wissenschaftspodcast ist ja schon seit längerem a thing in unserer Gemeinde. Das wird jedem aufgefallen sein. Wir erhalten jetzt frische Einblicke und Überlegungen von Melanie und von Nikolas, die sich unter anderem bei wissenschaftspodcast.de engagieren und ja auch beide selber Wissenschaftspodcasts machen. Und darum soll es jetzt gehen. Stimmt's? Oder gibt's eine Rap-Show? Du hast, vorne rum tut der Tim immer so freundlich. Aber wir haben diese Session angeboten und dann hat er schon so hinter den Kulissen E-Mails geschrieben und gesagt, aber dass die nicht nur irgendwelche Listen vorstellen, da muss schon ein bisschen was hinterstecken. So sieht's aus. Schauen wir mal, ja. So hoffentlich können wir dem Anspruch genügen heute. Ja. Genau. Ich weiß zwar von nichts, aber ihr werdet schon recht haben. Okay, bin frei. Vielen Dank, dass wir wissenschaftspodcast.de vorstellen dürfen hier in dem Rahmen. Mein Name ist Nikolas Wörl, ich bin Physiker, also Wissenschaftler und ich begreife einen Teil meines Berufes auch, als Teil meines Berufes begreife ich auch, dass ich Wissenschaft kommunizieren möchte und zwar mit Menschen, die nicht unbedingt Wissenschaftler sind. Melanie, du auch? Ja, möchte ich auch. Ah, super, wenn man Dialoge vorbereitet. Ich bin keine Physikerin. ich habe ein bisschen einen anderen Zugang und das repräsentiert sich dann gleich auch in dem Team, das ich da gebildet habe, worüber wir gleich noch mehr sprechen werden. Ich mache Wissenschaftskommunikation, also ich bin an der Uni Innsbruck in Österreich im Presseteam sozusagen in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und mache aus dieser Perspektive raus einen Podcast. Also wir haben so ein bisschen unterschiedliche Zugänge, aber Wissenschaft kommunizieren liegt uns am Herzen. Richtig. In dem Zusammenhang möchte ich euch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die etwas zeitlich danach liegt, nachdem wir uns überlegt haben, diese Seite aufzusetzen, aber trotzdem hat die mir noch vor Augen gebracht, wie wichtig es ist, besonders in diesen Kreisen der Wissenschaftskommunikation, Podcasts bekannter zu machen. Ich war auf einer Tagung von Wissenschaftskommunikatoren, also das sind tatsächlich das ist ein Beruf, also Wissenschaft zu kommunizieren, also nicht zwingend Wissenschaftler dann. Und die haben zusammengesessen und interessante Konzepte sich vorgestellt, wie man Wissenschaft kommunizieren kann. Und ich war eingeladen, es war auch eine tolle Veranstaltung. Und eine Session, in der ich war, die hat stattgefunden in einer Sternwarte. Und da hat man Dinge vorgestellt, wie man Sternwarten nutzen kann für Wissenschaftskommunikation. Früher waren in Sternwarten so Zeiss-Projektoren und da waren Punkte an so eine Kuppel projiziert und dann hat man Sternbilder sich angeguckt. Das ist so nicht mehr. Mittlerweile werden da sehr aufwendige Projektionen gestaltet, die dann an die Kuppeln geworfen werden und das wurde uns auch da auch vorgestellt. Also Videos, die für mich auch extrem beeindruckend waren, wo man durch Kristallstrukturen geflogen ist, also an Bakterien vorbei. Ganz, ganz toll. Ich war sehr beeindruckt, die ganzen Wissenschaftskommunikatoren auch. Und am Ende wurde dann gesagt, diese Form der Wissenschaftskommunikation ist auch gar nicht so teuer. Also so ein Video kann man schon durchaus für 30.000 Euro generieren. Und da hat man auch einen echten Effekt dann. Klar, Sternwarten stehen jetzt nicht überall, aber es gibt so mobile Sternwarten. Das sind wohl so Zelte, die man aufblasen kann. Ist das nicht der gleiche? Gut, wir fangen nochmal an. Ich wollte euch eine Geschichte erzählen. Ich war da in so einem Planetarium. Okay, Planetarium, vielen Dank. Mobile Planetarien, die kann man dann aufblasen. Dann braucht man noch 1000 Liter Wasser, um die zu beschweren, damit die nicht wegfliegen. Und man braucht noch Personal. Das kostet dann auch nochmal ein paar 1000 Euro pro Tag. Aber man erreicht dann auf so Veranstaltungen auch schon mal so nach paar tausend Menschen. Und da saß ich da, alle waren begeistert. Und dann saß ich da und dachte, okay, ich muss also mehrere tausend Euro in die Hand nehmen, um ein paar tausend Leute zu erreichen. Ich setze mich mit meinem Padawan alle zwei Wochen hin. Wir haben einen finanziellen Einsatz von 3 Euro, nämlich für 2 Bier. Und wir erreichen
mehrere 10.000 Leute, die sich 3 Stunden jeweils mit Wissenschaft beschäftigen. Und da war ich ehrlich gesagt so ein bisschen frustriert, dass solche Projekte so viel Raum bekommen. Ich will nichts gegen die Projekte sagen, aber mir ist dann mal wieder klar geworden, dass Podcasting in der Szene und das Potenzial von Podcasting in der Szene für Wissenschaftskommunikation insbesondere noch viel, viel zu wenig bekannt ist. Und das wollten wir ändern. Und deswegen springen wir jetzt zeitlich wieder ein bisschen zurück zu dem Zeitpunkt, wo wir uns Gedanken gemacht haben, dass wir wissenschaftspodcast.de aufsetzen wollen, um Podcasting in dieser Wissenschaftskommunikationsszene bekannter zu machen und ein bisschen Werbung für unsere Podcasts zu machen. Genau, also dieses Sprache, die Wissenschaft, dieser Claim, den wir da so ein bisschen haben, der ist nicht nur, weil es irgendwie nett klingt, sondern weil wir von dieser Sache wirklich überzeugt sind, dass es speziell in dem Bereich, wo wir natürlich auch uns engagieren und sehen, was eben, wie der Nikolas jetzt geschildert hat, rundherum alles an Methoden, um Wissen oder Wissenschaft zu vermitteln, verwendet wird, ein oftmals vielleicht noch unterschätztes Medium ist und sich gerade in dem Bereich ganz speziell gut eignet. Was haben wir also gemacht? Man muss dazu sagen, wir zwei, der Nikolas und ich, stehen da heute repräsentativ für 7 Leute. Es hat sich ein Team aus 7 Leuten zusammengefunden. Wie haben wir uns gefunden? Es gibt seit 3 Jahren mittlerweile ein Treffen der Wissenschafts- oder Wissenspodcasterinnen und Podcaster, immer etwa im Herbst, bisher an der Uni Witten in Herdecke. Uni Witten-Herdecke, initiiert ursprünglich von Martin Rützler, und da haben sich alle, die in dem Bereich so aktiv sind, zum Austausch und Diskussionen, Gesprächen getroffen, und in diesem Rahmen ist dann die Idee entstanden, so, und jetzt machen wir mal was, jetzt gründen wir dieses Portal, würde ich nicht sagen wollen, Verzeichnis ist es eigentlich auch nicht so wirklich. Wir machen jetzt Wissenschaftspodcast.de, wir machen eine Webseite jetzt einmal im ersten Ansatz, wo wir die Angebote, die es ja im deutschsprachigen Raum, wenn wir uns den jetzt mal anschauen, wirklich schon in einem sehr guten Ausmaß gibt, und in den letzten Monaten und Jahren ist da einiges dazugekommen noch, die versammeln wir jetzt einmal, geben ihnen dadurch mehr Sichtbarkeit und haben uns dann diese Gruppe, die ihr hier jetzt seht, hat sich dann herauskristallisiert. Was finden wir eine schöne Sache ist daran, dass wir erstens alle unterschiedliche Angebote haben, wie wir mit Wissen und Wissenschaft umgehen, und sozusagen eine relativ heterogene Gruppe ist, was sich für das Projekt als sehr positiv, auch herausfordernd herausgestellt hat, und haben dann uns in dieser Form zusammengefunden. Alles zusammengefasst kann man das eigentlich mit dem Claim, also was wollen wir machen? Und da war unser Gedanke, wir wollen sowas wie ein Reiseführer für Wissen beziehungsweise Wissenschaftspodcast sein. Und dieser Vergleich mit dem Reiseführer ist eigentlich ganz gut, wenn man sich überlegt, okay, was soll so ein Reiseführer leisten? Der soll einmal Werbung für die Region sein. Also ich komme aus dem schönen Ruhrgebiet. Für mich gäbe es jetzt keinen Grund, nach Berlin zu fahren. Da gibt es nichts zu sehen. Es sei denn... Danke. außer wenn ihr so schöne Reiseführer hier rausbringt, wo dann Orte drin sind, die man sich hier dann doch angucken kann, dann erzeugt man eben ein Interesse für die Region, in dem Fall für Berlin. Und außerdem bietet so ein Reiseführer natürlich auch nochmal die Möglichkeit, für einzelne Angebote Werbung zu machen. Also auch da, ganz ehrlich, eure Currywurst 36, das ist ein Desaster, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt. Aber wenn ich schon mal hier bin und mir das Brandenburger Tor angucke, dann kann ich auch eine Currywurst hier essen. Und genauso ist das eigentlich, ist die Idee eigentlich von unserer Webseite. Wir ersetzen jetzt Region durch Genre. Aber der Grundgedanke bleibt im Grunde genommen gleich. Wir wollen ein Reiseführer für Wissenschaftspodcasts sein, um zum einen, und das hat Melanie eigentlich gerade schon schön gesagt, aufs Genre aufmerksam zu machen. Da sind super Angebote, da sind Wissensdatenbanken oder Audio-Wissensdatenbanken, die abzurufen sind. Wir wollen natürlich auch Cross-Referenzen zwischen diesen Angeboten machen, denn das ist so eine alte Studie, die hat Sebastian mal aus
iTunes rausgezogen, quasi so quick and dirty. Da hat er sich angeguckt, welche, also iTunes gibt ja Informationen, wer Minkorrekt hört, hört auch auf Distanz beispielsweise. Und da hat er einfach mal so ein Diagramm gemacht, wo diese Cross-Referenzen dargestellt werden. Und das ist halt die Idee, dass wir genau diesen Effekt auch nutzen, denn es gibt ja diese alte Studie, oder 2 Jahre, glaube ich, alt, von Knickmeier, der gezeigt hat, die einzige Werbung, die im Moment für Podcasts wirklich funktioniert, ist die Referenz von einem Podcast zum nächsten. Und das wollten wir eben auch nutzen, indem wir das Thema Wissenschaft auf einer Webseite bündeln. Genau, und diese Referenzen an einem Ort im Internet sozusagen wirklich sichtbar und auf einen Blick auffindbar zu machen. Ich hatte jetzt gerade schon gesagt, wir sehen da dieses Riesenpotenzial für Wissenschaftskommunikation durch Podcasts. Da gibt es übrigens noch viele Beispiele. Also das Planetarium war ein Beispiel, aber da in diesem Bereich der Wissenschaftskommunikation gibt es extrem viele Beispiele in die Richtung. Es gibt zum Beispiel, gibt es in Deutschland auch, aber ich will hier Deutschen nicht zu nahe treten. Ich bewege mich in dem wissenschaftlichen Umfeld, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. In Großbritannien gibt es beispielsweise den Science Truck. Das ist ein Truck, ein LKW, der vollgepackt ist mit Experimenten für Kinder, und der fährt von Grundschule zu Grundschule, und dann können Kinder halt damit experimentieren. Das ist eine schöne Idee, kostet aber wieder ein Heidengeld, weil so ein Truck unterhalten werden muss, auch wenn der nicht gerade an der Schule steht. Der kann nicht jede Schule erreichen, weil die Parkplätze nicht groß genug sind oder nicht ausgebaut sind. Die Lehrer sind zum Teil überfordert, wenn er da ankommt, und wissen gar nicht, was sie mit diesen Experimenten machen sollen. Das heißt, das Ding kostet ein Heidengeld, ist aber nicht besonders effizient, wenn man so sagen will. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, eigentlich müsste man sowas wie eine Kommunikationseffizienz definieren. Okay, das ist jetzt so ein Ansatz eines Physikers. Wahrscheinlich werden jetzt alle Kommunikationsexperten hier die Krise kriegen. Aber das ist so ein bisschen die Frage, wie viele Menschen erreiche ich und wie viele Ressourcen muss ich da aufwenden? Und gerade beim Beispiel von unserem Podcast, wir wenden 3 Euro auf und erreichen viele tausend Menschen. Da haben wir eine relativ hohe Kommunikationseffizienz. Und die wollen wir für die Wissenschaftskommunikation nutzen. Also wir reden also über quantitative Kommunikation, also viel. Wir erreichen viele Leute, und wir erreichen, und das darf man nicht unterschätzen bei Podcasts, wir erreichen Leute, die sich viel, viel Zeit nehmen, also 3 Stunden unseren Podcast hören. Das ist schon etwas, was kaum ein anderes Medium schafft. Also das ist der erste Punkt. Der zweite ist die qualitative Kommunikation. Mein Lieblingsbeispiel ist da auch wieder Sebastian drüben mit seinem Modellansatz-Podcast, der mir diesbezüglich so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Er hat halt gesagt, im Grunde genommen im Zusammenhang mit dieser Nischendiskussion, vergesst diese Nische, umarmt die Nische, weil er macht einen Podcast zur Mathematik. Das interessiert eh schon kaum noch jemanden, selbst mich als Physiker, ehrlich gesagt. Das sind ganz, ganz spezielle Themen, und Leute reden dort über ihre Masterarbeit, über ihre Bachelorarbeit. Ihr müsst euch vorstellen, normalerweise im akademischen Betrieb ist das so, Leute schreiben ihre Bachelorarbeit oder ihre Masterarbeit, machen diese Arbeit fertig, machen den Deckel drauf, stellen diese Arbeit noch einmal von einem Gremium vor, da sitzen 3 Leute, im Wesentlichen die Betreuer, und dann war es das. Dann wird diese Arbeit nie mehr jemand in die Hand nehmen. Und beim Modellansatz ist das so, die Leute bekommen eine Bühne und erzählen in dem Podcast ihre Masterarbeit. Damit erreichen die nicht 1000 Leute, damit erreichen sie vielleicht keine 100 Leute, aber wenn die 10 Leute erreichen, die dieses wissenschaftliche Thema interessiert, dann sind da 10 mehr, als die jemals erreicht hätten. Und da sind zum Teil sogar schon wissenschaftliche Kooperationen rausgeworden. Und das meine ich mit Kommunikation, also mit qualitativer Kommunikation, die unerreichbar ist, wenn man Podcasting mit anderen Medien vergleicht. Basisdemokratisch ist mir auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kommen wir nochmal zu diesen großen Aushängeschildern der Wissenschaftskommunikation. Beispielsweise dieser Truck oder bleiben wir bei diesem Planetarium. Da waren halt, ich meine, wer kann einen Film rendern, der 30.000 Euro kostet? Das sind große Player, Firmen oder
gerade Themen, die en vogue sind, Nanotechnologie, die können solche Geschichten nutzen. Aber was macht der kleine Bienenzüchter, der ein absolutes Expertenwissen auf dem Bereich der Bienenzucht hat? Der kann keinen Film rendern oder er kann keinen Bienenzucht-Truck durch die Gegend schicken. Der kann aber podcasten und damit sein Thema publik machen mit relativ wenig Aufwand. Deswegen ist das eins der demokratischsten Formate, um Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Wert für den einzelnen Wissenschaftler, kannst du vielleicht was zu sagen, Melanie, weil du interviewst Wissenschaftler? Genau, also aus meiner Perspektive gesehen, und das ist ja durchaus, wenn man diese Gesprächsformate hernimmt, ist es einerseits diese Wirkung, die die Zuhörerinnen und der Zuhörer dadurch natürlich in einer sehr guten Form bewirken oder mitnehmen können. Auf der anderen Seite ist es aus unserer Erfahrung, und da kann ich von meinem Format wirklich berichten, dass es für die Personen, die dann in dieser Situation sind, und ich zu ihnen sage, ihr könnt jetzt, wir setzen uns jetzt hin und wir reden über das, was sie machen, ohne irgendwelche zeitlichen oder inhaltlichen Vorgaben, eine einerseits völlig neue Situation teilweise, eine andererseits aber auch eine Form der Kommunikation, die sie als sehr wertvoll empfinden, weil das für sie ja auch so eine Selbstreflexion in dem Sinne ist, weil sie in der Situation gewohnterweise nicht sind und das auch von der Seite dann eigentlich sehr geschätzt wird. So ist der Nikolas auch für den Modellansatz, ist ja ein ähnliches Prinzip schildert. Auch, also sozusagen beiderseits eine einfach gute Form, Wissen und Wissenschaft aufzubereiten. Und der letzte Punkt ist mir auch noch wichtig, Partizipation. Ich werde aus Steuergeldern bezahlt, also von eurem Geld, danke übrigens. Ich habe hier die Chance, euch zu zeigen, was ich mit dem Geld mache oder was wir Wissenschaftler mit dem Geld machen. Und das ist eine unheimliche, für mich unheimlich eine Bereicherung von meinem Job, dass ich euch erzählen kann, wie wir damit arbeiten, wie wir mit diesem Geld umgehen und welche Probleme es da gibt. Also wer unseren Podcast kennt, weiß, wir leiden etwas unter den Publikationsansätzen in der Wissenschaft. Und das mal zu kommunizieren, finde ich unheimlich wertvoll. Also ein Podcast bietet eben die Möglichkeit, dass ihr so ein bisschen dran teilnehmt, was mit euren Steuergeldern passiert. Genau, das wären so die wichtigen Punkte, um das Warum so ein bisschen zu kategorisieren quasi. Wir wissen, dass wir euch nicht erzählen müssen bei dieser Konferenz, denke ich, dass Podcasts was Tolles sind. Wir wollten damit nur noch einmal diesen Wert, den es speziell auch in unserem Bereich hat. Das hat es natürlich auch in anderen Bereichen, aber bei uns hat sich das immer mehr herauskristallisiert, auch in den Treffen bei diesem Ganzohr, dass es da ganz viele verschiedene Bereiche gibt, die wir eben durch wissenschaftspodcasts.de einmal zusammenbringen wollten. Jetzt ist die große Frage, wie machen wir das? Und wir haben es ganz groß raufgeschrieben. Dieses Stichwort, was, wenn ich alleine an die letzte, was noch BPW war, aber auch da schon viel diskutiert wurde, der Henning Krause hat gestern zu kuratierten Feeds etwas gemacht, also ein Stichwort, das einen ganz großen Raum mittlerweile eingenommen hat. Das haben wir uns für Wissenschaftspodcasts.de auch überlegt, diesen Ansatz zu wählen. Was heißt das jetzt? Das ist etwas, wo wir jetzt diesen Blick hinter die Kulissen wirklich mit euch gerne teilen würden. Wir sind keine Liste von Wissenschaftspodcasts, so verstehen wir uns nicht. Es ist nicht so, dass wir einfach schauen, was gibt's denn da alles und dann machen wir eine Website und da sind die ganzen Podcasts und das wird immer wieder befüllt, sondern wir haben diesen kuratierten Ansatz gewählt. Das heißt, wir nehmen uns sozusagen, wenn man das hart formulieren wollen würde, wir sieben das Recht heraus, in Abstimmungen zu beurteilen, wer auf diese Seite kommen kann und wer nicht. Wenn man das, kann man, glaube ich, ehrlich so sagen. Also diese Gruppe, die wir uns da gebildet haben, wir haben regelmäßige Skype-Besprechungsrunden, wo es dann zu, sagen wir mal, durchaus ehrlichen Diskussionen kommt. Also das ist sind gute Diskussionen, wo jeder mit seinen eben verschiedenen Ansätzen und Denkweisen sich einbringen kann.
Und dann wird, wie der Nikola sehr schön aufgezeichnet hat auf der rechten Seite, dann wird er mal abgestimmt. Ja, nein, vielleicht. Und so wird es dann demokratisch entschieden. Was natürlich eine ganz große Frage ist und die eigentlich interessante, was sind denn die Kriterien dafür? Und das ist etwas, was man für das ganze Projekt nach wie vor sagen muss, nach einem halben Jahr, was jetzt seit Herbst letzten Jahres gibt es das Ganze, dass das etwas ist, was sich ständig weiterentwickelt und wo es auch schwierig ist, wirklich fixe Kriterien, sagen wir jetzt einmal so, festzusetzen. Das hat zwei Gründe. Zum einen wird mir wahrscheinlich jeder und jede zustimmen, dass es schwierig ist zu definieren, was ist eigentlich Wissen und was ist Wissenschaft und was nicht. Also das haben wir gemerkt, das ist natürlich an und für sich schon eine große Herausforderung. Das ist einmal das eine. Und dann ist das andere noch, wenn wir jetzt einen Podcast haben, der potenziell hier hineinpassen könnte, sagen wir mal so. Was muss er denn dann erfüllen, damit wir sagen, okay, das ist jetzt etwas, was wir da gerne vertreten sehen würden. Und das sind im Grunde, wir haben uns jetzt in Vorbereitung auf diesen Vortrag das auch noch einmal versucht, auch die bisherigen Redaktionssitzungen Revue passieren lassen, uns die Anfragen noch einmal alle durchgeschaut. Sind das weiche Kriterien, könnte man mal sagen. Ja, du sagst das alles so entschuldigend. Kuratieren ist ein höchst menschlicher Vorgang, ja. In dem wir sehr emotional abstimmen. Wir haben zwar, also wir sagen sowas, wir wollen eine gewisse Audioqualität haben und wir wollen eine inhaltliche Tiefe haben, repräsentiert durch das Buch, und wir wollen eine relativ, wir wollen, dass der Podcast schon mehr als zweimal erschienen ist. Das sind so die Kriterien, die wir haben, aber die sind alle weich, so wie du gerade schon gesagt hast. Also da muss man halt von Fall zu Fall entscheiden im Moment. Und das wird auch so bleiben. Es wird keine Matrix geben, wo man 8 von 10 Punkten holen muss und dann ist man dabei, sondern es wird immer ein menschliches Kuratieren sein, und das soll es auch sein. Genau, dieser menschliche Ansatz repräsentiert sich dann in dem Abstimmungsverhalten, wo wir eben diesen demokratischen Zugang gewählt haben. Die Mehrheit gewinnt quasi. Und von dem Ablauf her, was ein ganz in dem Kuratieren auch drinsteckt letztlich, und dieses zeigen soll, dass es nicht eine Liste ist, sondern dass es uns eigentlich mehr um einen Community. Wenn ihr noch Fragen zulassen wollt, müsstet ihr so langsam zum Ende kommen. Gut. Drück. Gut. Aktueller Stand, lassen wir mal weg. Ja, also. Seite können wir uns gleich bei den Fragen angucken. Genau. Noch kurz zur Resonanz. Als wir im Herbst vergangenen Jahres damit online gegangen sind, war grundsätzlich positiv, kann man sagen. Natürlich hat es einige Fragen gegeben, die genau diese Bereiche und Herausforderungen betroffen haben, die wir jetzt schon geschildert haben. Wie diese Bewerbung für das Portal erfolgt, wie das Prozedere unsererseits überhaupt passiert, was ist Wissen, was ist Wissenschaft. Und in diese Richtung ist es gegangen. Machen wir die nächste noch, dann das als Diskussionsgrundlage, weil wir würden uns auch gerne Input wünschen von euch, wenn ihr denn welchen hättet. Was stellen wir uns so vor, was wir als nächstes machen wollen? Wir wollen den magazinigen Charakter so ein bisschen ausbauen. Wir haben im Moment, können wir vielleicht gleich noch mal ganz kurz zeigen, so Porträts von den Machern der Podcast auf der Seite, um so ein bisschen auch Content zu kreieren auf der Seite. Ich stelle mir vor, dass ich, und da komme ich zurück zur Wissenschaftskommunikation, in Richtung Projektanträge gehen möchte. Also für die Leute, die sich damit nicht so auskennen, wenn man Projekte, also wissenschaftliche Projekte anwirbt, dann muss man jetzt auch schon immer angeben, wie will man das Wissen verbreiten, und zwar nicht nur in wissenschaftlichen Publikationen, sondern auch anders. Dann sind Wissenschaftler so kreativ, dass sie da reinschreiben, wir setzen eine Webseite auf, das reicht dann derweil noch. Da würde ich gerne mal anfangen und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man da auch reinschreibt, ja, wir wollen Audio-Content kreieren innerhalb eines Drittmittelprojektes, eines Forschungsprojektes. Also in die Richtung denken wir, DFG steht für Deutsche Forschungsgesellschaft. Es sind bereits Institute an uns getreten, die gefragt haben, okay, wie kann man überhaupt einen Podcast herstellen? Da denken wir drüber nach, ob wir da Hilfestellung geben, eventuell in Kooperation mit den Podcast-Partinnen. Rest lassen wir mal weg. Vielen Dank, wir freuen uns auf Diskussion. Oh, nee. Ja.
So, wir haben vielleicht so für ein, zwei Fragen Zeit. Gibt es was aus dem Plenum hier? Ich hätte eine Frage in Bezug auf Partizipation bei den Podcasts. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen auch mit Wissenschaftlern und einem Methode wie Live-Chat oder sowas, also dass man so in den Diskurs treten kann, oder sind Wissenschaftler eher dann doch immer noch so, dass sie sagen, naja, dass meine Ergebnisse veröffentliche ich in einem Paper und nicht hier im Podcast? Also am liebsten würde ich Sebastian fast darauf antworten lassen, wenn er zugehört hat und Lust hat, weil du hast gestern so schön davon erzählt, dass deine Wissenschaftler davon auch profitieren, ne, dass sie ihre Ergebnisse kommunizieren über den Podcast. Willst du? Okay. Ja, ich kann einfach nur ein paar Beispiele geben. Es wurden halt Personen, die bei uns im Podcast vorgekommen sind, eingeladen, sich Ausstellungen anzugucken, weil sie halt bestimmte Dinge erwähnt haben. Und andere wurden angerufen von börsennotierten Unternehmen, wo gefragt wurde, wir würden jetzt gern mit ihnen ein Experteninterview haben. Und das ist direkt nach der Podcast-Veröffentlichung passiert, wo sonst ein Doktorand, eine Doktorandin in dem Fall, gar nicht dazu gekommen wäre. Das heißt, die bekommen direkt Feedback dazu. Aber es kommt auch vor, dass mich Leute anschreiben und fragen, ja, wie funktioniert das? Ich habe das gehört. Wie sieht das aus? Und dann, wenn es möglich ist, antwortet man. Ich selbst habe bei den Wissenschaftlern von den Gravitationswellen nachgefragt. Ich höre da bestimmte Effekte von dem, was ich vorgestellt habe, und habe dann darauf auch Antwort bekommen, was dann sehr spannend war, dass tatsächlich, warum gibt es 3000 Kilometer entfernt plötzlich Effekte, die ich dort hören kann? Und das sind atmosphärische Störungen, die es zum Beispiel sein können, die global auftreten und dann gehört werden. Also das kann ich nur bestätigen in dem Sinne, dass ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es schon mehrfach vorgekommen ist, dass in einem sehr zeitlich nahen Zeitraum, sagen wir mal so, nach Veröffentlichung eines Gespräches mit einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin, die von anderen Medien kontaktiert wurden. Wissenschaftler sind sowieso Ich-AGs, ne? Die müssen ihre eigene Marke, ihren eigenen Namen sichtbar machen. Machen sie normalerweise mit Publikationen, aber ich stelle auch an mir selber fest, dass mir der Podcaster extrem hilft. Also ich bin eher so ein mittelmäßiger Wissenschaftler, aber dadurch, dass ich gut Wissenschaft kommuniziere, werde ich viel angefragt für Vorträge und andere Veranstaltungen, und da profitiere ich von, ja. Okay, vielen Dank. Nochmal euer Applaus. Applaus